Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind schon wieder mitten in der Baustelle hier in der Halle. Wir bauen gerade noch ein bisschen um und ich dachte, ich zeige das jetzt auch auf jeden Fall schon mal ein bisschen hier am Anfang. Später müssen wir uns dann um den E36 kümmern. Wir haben ein paar Sachen für einen Motor da. Der macht ja noch ein bisschen Probleme. Ist ein bisschen ölfeucht, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ja, mehr dazu gibt es dann gleich. Wir haben hier ein paar Sachen vor. Also müssen wir uns ranhalten. Doch davor wollen wir unsere neuen Tools, die ich euch im letzten Montagsupdate gezeigt habe, noch fertig installieren. Und man sieht vielleicht schon, die Sandstrahlkabine ist jetzt schon hier auf dem endgültigen Platz angekommen. Noch nicht angeschlossen, das heißt, ich schließe mal nachher noch an und probiere es direkt einmal aus, hier was zu strahlen. Der Kompressor ist einen Platz weiter rübergewandert und hier an die Wand wollen wir jetzt noch unsere neuen Werkzeugwände montieren. Ihr seht es, steht hier schon parat. Deswegen würde ich sagen, wir bohren jetzt mal ein paar Löcher, hängen das auf, können dann unsere ganzen neuen Power-Tools da schön platzieren, dass man immer rankommt und sie schön verstaut sind. Also, wir halten uns ran. Geil, dass ihr dabei seid. Let's go! So, wir sind soweit. Ihr seht, wir haben unsere Werkzeugwand aufgehängt. Wir haben jetzt sämtliche Werkzeuge für die Druckluft hier einmal platziert. Haben genug Platz noch, falls noch irgendwas dazukommt. Nebendran unser Kompressor. Und dieser Kompressor befeuert jetzt unsere neue Sandstrahlkabine, die wir jetzt ausprobieren wollen. Dafür muss jetzt hier natürlich noch der Sand reingekippt werden. Druckluft ist bereits angeschlossen hier hinten. Strom haben wir auch schon verlegt. Also alles in allem ist diese Wand hier eigentlich komplett funktional fertig jetzt. Wir haben zusätzlich noch, habt ihr vielleicht gesehen, endlich unseren Tischläufer hier montiert. Und das ist natürlich jetzt auch nicht am Strom. Scheiße. Ja gut, der Strom am Tisch muss noch verlegt werden, fällt mir gerade ein. Aber er läuft und der ist jetzt hier fest platziert, das heißt Werkbank aufräumen und wir sind ready. Hier haben wir jetzt Glasperlen und davon tun wir jetzt mal ein paar Kilo hier rein und testen gerade mal an ein paar rostigen Blechen, was hier geht. Zeig mal her. Ist mega fein, ne? Bin ich ja mal gespannt. So, wir probieren das jetzt noch aus. Es ist schon recht spät, aber bevor wir heimgehen und morgen dann anfangen hier mit den Projekten, will ich wissen, ob das Ding läuft. Dazu schalten wir jetzt hier einmal Power on. Wir haben 80 PSI, wie es empfohlen wurde. Licht an. Sieht man ganz gut, ne? Ein bisschen hoch, ja. So, und jetzt einmal Klappe auf, dann nimmt ihr den Druck weg. Legt ihr jetzt einfach mal rein. So, dann führe ich mal die Hände an. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir probieren es jetzt einfach mal, oder? Ja. Gehst du rein? Wow, hast du gesehen? Nein. Jetzt. Siehst du? Alter. Das ist geil, oder? Das ist geil. Und das waren jetzt Glasperlen. Wir hätten noch Sand, der ist ein bisschen gröber, würde ich jetzt mal behaupten. Der ist, glaube ich, ein für Rost besser. Der ist dann eher für. Aber wir können ja auch mal Rost testen, oder? Ja, darf ich das? Danke. Ja, du darfst jetzt Rost testen. Ja, das hat gut Rost dran. Ah, da geht was. Krass. Hättet ihr mal gedacht, dass wir irgendwann hier in unserer Halle an einer fucking Sandstrahlkabine stehen und Teile entrosten? Das ist viel zu wild, Mann. Viel zu professionell. Ich feiere das gerade mega, Alter. Guckt euch das an. Guckt ihn euch an, den Jungen hier am Sandstrahlen. Ja, das gefällt mir. Das geht, wow. Das geht gut, Alter. Das geht mega gut. Erster Eindruck. Geil. Zeig mal her. Was hast du gemacht? Guck mal hier. Jetzt drehen wir um. Krass. Okay, das war halt schon sehr rostig, ne? Das ist jetzt quasi schon durch. Das haben wir schon gemacht zum Testen. Aber das ist krass, Mann. Guck mal. Was hast du hier noch? Deine ganzen Schrauben. Ey, nie wieder rostige Schrauben. Also, es ist mega, Mann. Also das sind jetzt, wie gesagt, Glasperlen. Wir werden es mal mit Schlacke oder dem Sand generell ausprobieren. Dann können wir auch gröbere, größere Sachen mal machen. Aber erster Erfolg. Das Ding läuft. Die Wand hängt. Der Kompressor steht. Wir sind jetzt eigentlich ready für das Wochenende. Wie gesagt, der E36 kommt morgen. Kommt der hier hin? Schrauben wir hier, ne? Ja, der kommt morgen genau hier hin, haben wieder Platz zum Schrauben und dann berichte ich auch, was ich alles für Teile hier habe und was wir alles machen müssen, denn ich habe eine lange Liste und wir arbeiten die nach und nach jetzt ab. Nächster Tag, meine Freunde. BMW steht schon parat. Wir haben jetzt, ey, wir heizen seit Stunden hier drin. Wir hatten nämlich gerade noch ein Fotoshooting hier. Könnt ihr euch schon denken, die neue Kollektion von Busted Apparel haben wir gerade abfotografiert. Kommt sehr bald online. Ich werde auf Instagram in ein paar Tagen auch das genaue Datum dann verkünden. Ja, jedenfalls heizen wir jetzt wirklich schon lange. Haben aktuell 13 Grad.
13 Grad in der Halle ist okay, aber es hat halt draußen irgendwie minus 8 Grad. Das ist wirklich richtig zapfig und deswegen freut mich, dass wir ein bisschen Wärme haben. Aber es ist trotzdem noch... könnte auch ein paar Grad wärmer haben. Jetzt steht hier mein BMW mit offener Haube, denn wir hatten ja gesagt, wir haben ein paar Probleme. Und zwar ölt der ziemlich stark. Und mit ziemlich stark meine ich wirklich extrem. Also wir haben relativ große Öllachen unter dem Wagen. Der ganze Krümmer ist komplett verölt, demnach stinkt er auch, wenn wir ihn fahren. Und dieses Problem möchte ich jetzt angehen heute. Was genau haben wir vor? Natürlich erstmal die Ventildeckdichtung. Wir werden jetzt den Motor mal so weit zerlegen, dass wir in der Ventildeckdichtung rankommen. Wir werden den Motor jetzt mal so weit zerlegen, dass wir an die Ventildeckdichtung rankommen. Dann habe ich hoffentlich alles bestellt, was wir brauchen. Und habe das noch nie gemacht, deswegen, ja, ich nehme die Kamera mal mit, weil wenn was schief geht, dann seid ihr wenigstens dabei. Das ist natürlich nicht alles, was wir vorhaben dieses Wochenende. Das sollte eine Sache von einer Stunde sein, aber sowas darf man eigentlich nie sagen, weil dann dauert es immer länger, deswegen... Wir werden noch lackieren dieses Wochenende. Lackierständer steht schon unten. Unser Pavillon steht auch schon parat. Das ist nur das Kleine, denn wir haben nicht viel Teile zu lackieren, aber doch wichtige Teile. Die werden schwarz, schwarz-matt. Und was genau und wie genau und warum genau und wann, das erfahrt ihr in diesem Video. Jetzt erstmal Motor. So, als erstes müssen hier natürlich die Abdeckungen runter. Darunter ist dann der ganze Spaß. So, uno. Und durch. Ja, den Deckel vielleicht noch runter. Tada! Alter, ich hab sowas von noch nie an einem Sechszylinder BMW gearbeitet. Das ist schon mal nicht so geil. Aber das könnte auch an den ganzen kurzen Starts rein- und rausfahren liegen. Ölwechsel, großer Service, alles drum und dran, sowieso auch noch in Planung. Aber jetzt muss das Ding erstmal wieder dicht werden. Und ich hoffe wirklich, dass es nur das ist. Denn er läuft auch nicht ganz so geil, wie er vor dem Umbau lief. Kann wirklich daran liegen, dass er lange stand. Das heißt, wenn das alles erledigt ist, will ich ihn mal länger laufen lassen, was jetzt nicht möglich war, da wir den Krümmer komplett voll mit Öl haben. Das heißt, ob das dann alles geregelt ist, wenn er einfach mal warm gelaufen ist und der ganze Scheiß wieder hinten rauskommt, das finden wir erst raus, wenn hier das Öl nicht mehr auf dem Krümmer läuft. Jo. Danke. Danke an meinen Assistent des Monats. Zündspulen vorbildlich beschriftet. Danke Chris, lass mir da auch nichts vertauschen. Alter, dieses Bügelbrett ist ein Allrounder. Es ist einfach ein Allrounder. Jede Werkstatt sollte mindestens ein klappbares Bügelbrett haben. Sag jetzt einfach mal so. Ich brauch's nachher auch noch. Du brauchst es zum Lackieren. Also eigentlich ist es ein Lackierbrett. Mittlerweile ist das Werkbank, Ablagebrett, Schlafplatz, alles. Schlafplatz. Schlafplatz. Schlafstoff. Also ab und zu, wenn der Kopf so raufnickt, dann. So, ja. Ja, mhm. So, könnte man ja gerade mal ein bisschen sauber machen hier. Alter. Ist jetzt schon alles so siffig. Ja, hier läuft es halt überall auch schon raus, ne? Wir haben zum Glück sämtliche Dichtungen für diese Ventildeckelschrauben auch neu. Hier drunter, die haben wir auch neu. Chris? Auch neu. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal den Kopf. Wieso sage ich immer Kopf, Alter? Ich nehme hier keinen Kopf runter heute. Guck mal da. Das ist ein Viech, oder? Ist das ein Viech? Mhm. Oh, soll ich mal anfassen? Warte, ich fass mal an. Oh, der ist tot. Ach, echt? Ja. Ich dachte, vielleicht lebt der im Öl. Gibt's Tiere, die im Öl leben? Ja, Mäuse. Die haben nicht mehr gelebt, Alter. Fuck, Mann, uns ist meine Maus ins Altöl gefallen. Ey, so eine aufgedunsene, arme, tote Maus habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und will ich auch nie wiedersehen. So, jetzt nicht so lange schwätze. Ich nehme jetzt hier den Ventildeckel runter. Davor. So, alle Schrauben gelöst. Jetzt könnten wir ihn in der Theorie abnehmen. Alter. Ich hab's so erwartet, Mann. Der ist knüppelfest da drauf. warte mal. Weißt du, wie geil das ist, bei einem Kunststoff hier mit dem Schraubenzieher reinzugehen? Richtig geil, hä? Ah! Ich hab schon kurz Schiss gehabt. Ist schon was kaputt? Nein, nein, nein. Das, was du gehört hast, hat sich gelöst, aber nicht viel. Das ist halt einfach, die ganze Dichtung ist bockelhart und ich sehe hier auch schon Dichtmasse. Die ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber hier oben hat er sich gelöst schon. Bisschen, ja, guck mal. Von hier jetzt weitergehen. Ne? Ich werde gezwungen zu sagen, dass Chris diesen Deckel eben abgemacht hat. Vielen Dank, Chris. Ja, Alter, das ist, der war, muss ich schon zugeben, der war richtig fest, Alter. Ja. Aber einmal mutig gezogen, hat es einen Knall gemacht. Und jetzt ist er unten. Jetzt nur aufpassen, dass diese ganze Dichtung nicht reinfliegt. Dann sehen wir ihn mal runter. Maschallah. Guck mal an hier. Kenne ich sonst nur von Fotos. Jetzt sehen wir es auch mal live. Hier sehen Sie einen Motor. Die silbern, die schwarz? Da, Dichtungen. Ah. Da sind noch zwei drauf. Ja, die kommen auch weg. Grad, ja. Alter, die sind knüppelhart. Boah, das ist ja.
Das ist ja nichts mehr. Diese Dichtung hat nichts mehr mit einer Dichtung zu tun. Ja, ich habe in meinem Leben bestimmt schon 50 Dichtungen gesehen. Immer waren sie schön weich und frisch. Aber die hier, die ist da mindestens schon 10 Jahre drin. Da ist die schon so hart, Alter. Komm, lass das. Splastik. So, hier haben wir jetzt unseren Ventildeckel. Wie zu erwarten, sind hier natürlich sämtliche Dichtungen knüppelhart. Kriege ich jetzt auch gar nicht runter. Ja, das war zum Glück nur die Dichtung. Also wir nehmen jetzt hier mal die alten Dichtungen raus. Ringsrum natürlich auch die eigentliche Dichtung. Versuchen die ein bisschen sauber zu machen. Neue Dichtungen, neue Schraubdichtungen. Dann wieder zusammenbauen und beten, dass dann alles dicht ist. Und vor allem der Motor nach einer gewissen Zeit, wenn er wieder laufen konnte, wieder ruhiger läuft. Das ist so flutschig alles. Oh, das ist so Arbeit, die liebe ich ja. Das ist mein Leben. Ah. Drop the Dichtung. So, als erstes unsere zwei neuen Dichtungen für die Zündkerzenstecker bzw. unsere Zündspulen. Ha, da kam das Wort. Warum zwei? Weil wir sind ja coole Kids, wir haben 6 Zylinder. Deswegen 2x3. Meine Kollege auch so wie diese. So, jetzt natürlich auch die große Ventildeckeldichtung neu. Hammer alles! Passt. Dichtflächen haben wir natürlich gereinigt. Motor so wie hier an unserem Deckel. Warte, zeig mal, das möchte ich sehen. Ja, natürlich ist das gereinigt hier. Ich verbeule nicht. Okay. Du hast es gesehen, Alter. Du standst neben dran. Alter, jetzt hoffe ich, dass diese Dichtungen nicht gleich wieder runterfallen. Fuck, Alter. Die halten nicht. Bleib da mal drin jetzt. Ganz ehrlich, warum halten die denn nicht einfach? Wie soll ich den denn drehen, ohne dass sie runterfallen? Wie soll ich das machen? Guck, ich drehe. Zack, unten. Schon eine Idee. Ah. Mal kurz. Klebeband. Teamwork makes the dream work. Zu zweit haben wir es geschafft. Einmal hier mit den Fingern durchgehalten und draufgesetzt. Jetzt Schrauben rein. Jetzt, wo der Ventildeckel wieder drauf ist, würde ich sagen, einmal eine kurze Zeitraffer für euch. Alles in Rückwärtsreihenfolge wieder zusammenbauen. Schön überkreuz, 10 Newton, ihr wisst Bescheid. Let's go. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish out these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG, try to get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life, cool, it's really like that. I might roll an eighth inside a blunt, that's a nightcap. Like, where my lighter at? Boy, I got a flight to catch. Through these ups and these downs with a guy and a dead thing change. Ventildeckel, ich krieg dieses Wort nicht gesagt, Alter. Sagst du mal. Ventildeckeldichtung. Jetzt alle. Ventildeckeldichtung. Ja, Ventildeckeldichtung. Du bist einfach zu schnell. Komm mal runter. Die Ventildeckeldichtung ist jetzt... Es wird heute wieder spät. So, ist alles verbaut. Wir schauen jetzt mal, ob die Kiste läuft. Ja, wir haben Zündkerzen auch noch neu gemacht, habt ihr vielleicht gesehen. Deswegen testen wir jetzt mal, ob alles tippitoppi läuft. Und dann später, wenn wir den Ölwechsel gemacht haben, also ich denke morgen, dann lasse ich ihn draußen auch easy mal 20 Minuten laufen. Davor mache ich natürlich das Öl vom Krümmer noch weg. Und dann gucken wir, ob er wieder runterläuft wie gestern noch. Läuft! So leicht unrund noch, ne? Aber nur minimal. Aber ja, sagen wir mal so. Jetzt will ich ihn nicht länger laufen lassen, nicht, dass uns die Bude noch abfackelt. Sobald er gesäubert ist und da draußen steht, lassen wir ein bisschen laufen und dann finden wir raus, ob es dann wieder alles passt. Aber schon mal der erste Schritt. Dicht sollte er sein. Gut. Mach jetzt aus. Lassen Sie mich in Ruhe! Hören Sie auf! Hast du gute Laune? Ja, ich auch, denn BMW mal soweit geregelt und ihr seht schon, das Pavillon wird aufgebaut. Auf die guten alten Zeiten. Heute Nacht wird hier drin noch lackiert. Wir bauen zwar nur das kleine Pavillon auf, weil wir nicht so viele große Teile haben und es auch mit dem kleinen realisieren können. Aber wir müssen ein paar Teile schwarz-matt lackieren.
Und dafür würde ich sagen, bauen wir jetzt mal dieses Ding hier auf. Ja, müssen alles noch anschleifen, entfetten, vorbereiten. Ihr kennt das Prozedere, wir halten uns ran. Let's go. I'm just trying to make my bread and feed the fam. These fuckboys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high, I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. They be plotting on my downfall and need another plan. But we welcome all that hating, I'm like, thank you, come again. Made a stack off the game and gave 100 to my man. I don't owe no money to him, I just did it cause I can. Yeah, round shit, we ain't on no clown shit. You a product of the people that you stick around with. Don't get caught up in the evil that'll have you down bad. Ain't no way around that, you gon' need a bounce back, back, yeah. Post it up with the people I came up with. Charge a couple else in the game, but I still love it. Keep it low key in order to stay above it. I make it all out of nothing. Lackierzelt steht, Autos sind alle abgedeckt und die Teile, die wir heute lackieren, sind bereits fertig vorbereitet hier im Zelt aufgebaut. Es geht um die Spiegelkappen, die werden schwarz-matt, beziehungsweise nicht die Spiegelkappen, sondern nur die Spiegelrahmen. Die Kappen selbst sind natürlich in Wagenfarbe lackiert und die Dachreling, die wollen wir auch wieder schön neu in schwarz lackieren. Dafür haben wir uns mal wieder hier einen 2K Acryllack bestellt. Ja, wie immer, ist so ziemlich die gleiche Mische wie sonst. Bereiten wir alles vor, Chris ist schon wieder im Superheldenanzug und ich würde sagen, alles anmischen und dann rein da nach Lackierung die 100.000ste wahrscheinlich. Uiuiui, jetzt aber, hey. Wo kommt das denn alles her? Ja, von unserer nächtlichen Eskalation. Die Reste. Wenn wir das Mincode hinzulassen. Hier, da wird noch hier gespart, wo es nur geht. Okay, ich muss mich korrigieren. Es sind nicht alle Autos abgedeckt. Chris wollte diesen Wagen nicht abdecken. Ich habe ihm diese Entscheidung selbst überlassen. Er meinte, wird eh lackiert, ist egal. Und wir gehen auch davon aus, es wird nicht so krass nebeln, da wir ja nur im kleinen Zelt lackieren und auch keine Zuluft haben. Das heißt, es drückt den Nebel nicht raus. Der wird überwiegend hier im Zelt bleiben. Also, ja, falls ihr euch wundert, die Karre ist nicht abgedeckt. Das sind die Lackierer. Das sind einfach die Lackierer, die sagen, ah komm, wird eh abgeschliffen. Okay, meine sind schon lackiert, deswegen müssen wir die natürlich schützen. Wo wir gerade beim Thema sind, hier, Pornobands-Projekt. Ihr merkt, dieses Wochenende ist nichts passiert, es passiert auch nichts mehr in diesem Wagen. Wir haben jetzt erst neue Teile bestellt, denn wir wollen natürlich erst alles zerrupfen, wenn die neuen Teile da sind. Es geht jetzt grundsätzlich mal um die ganzen Anbauteile, Achsteile, Radaufhängung, Fahrwerk, ihr wisst Bescheid. Und das sollte dann nächstes Wochenende wahrscheinlich, oder? Wollt mal anfangen. Wenn bis dann alles da ist, werden wir nächstes Wochenende anfangen, uns um die ganzen Anbau- und Achsteile zu kümmern. Das soll auch einmal alles richtig schön neu kommen und dann geht es auch da weiter. Ich bin richtig hyped und die Zeit überbrücken wir jetzt damit einfach, diesen Wagen hier irgendwie weiter in Richtung Zielgerade zu bekommen. Also schwarz, tiefschwarz um genau zu sein. Ganz normale Rahlfarbe und das ist jetzt matt. Also nicht seidenmatt, haben wir auch schon oft lackiert, das ist wirklich matt, matt. Genauso wie wir es wollen für die restlichen Anbauteile. So, angekommen in unserer Hotbox, Lackierkabine und ich würde sagen, wir legen direkt los. Es ist schon wieder, wie spät, 23:30 oder so? Ja, kurz vor Mitternacht. Wir haben heute auch erst später anfangen können, eben durch das Fotoshooting. Deswegen halten wir uns ran und ich würde sagen, Chris, viel Spaß, let's go! Halt, 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 Chris! Wir haben was vergessen, Mann! Wir haben was vergessen! Sorry, sorry. Ah, jetzt aber. Also, viel Spaß, let's go! Nächster Tag. Wir haben gestern noch bis knapp Mitternacht hier lackiert und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das geworden ist. Hier ist jetzt alles schön mattschwarz, so wie wir es wollten. Alles gut gegangen. Es hat auch wirklich nicht stark genebelt zum Glück, also gar kein Problem gewesen mit den Autos draußen. Jetzt ist das Ziel, dieses Pavillon wieder abbauen, denn wir brauchen den Platz hier drin, um am BMW weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Abbau und dann bauen wir das Ding weiter zusammen. So, Zelt ist jetzt weg. Wir haben wieder Platz, aber E36 erstmal noch auf die Bühne gegangen, denn wir haben ja jetzt den Ventildeckel neu abgedichtet. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz noch das Öl an. Ja, hier sieht man es ganz gut. Krümmer voll Öl. Von da oben läuft es runter. Auch da alles komplett ölig. Der Krümmer ist wirklich nicht so geil, so rumzufahren. Das mache ich jetzt gleich noch alles sauber. Davor lasse ich natürlich schnell noch
das Altöl ab. Dann machen wir gerade einen Ölwechsel und einmal sauber. Und dann könnten wir ihn mal ein bisschen laufen lassen. Später wollen wir dann noch am Lack ein bisschen schleifen und polieren. Wie, wo, was, erkläre ich euch gleich. Da habe ich auch super viele Kommentare gelesen zu den Türen. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber jetzt erstmal altes Öl raus. Haben wir auch unser super geiles Gerät hier bereits seit einigen Monaten in Gebrauch. Natürlich von der Petuls, ihr wisst Bescheid. Und da hauen wir jetzt mal das alte Öl rein. Schaffe ich es ohne Finger einsauen? Geil ist, da kannst du sogar die Schraube reinfallen lassen. Aber mein Stolz lässt es nicht zu, diese Schraube hier reinfallen zu lassen in den Filter. Oh, jetzt. Woo! So, einmal die alte Brühe raus und neu rein. Natürlich kriegt er auch einen neuen Ölfilter. Keine halben Sachen. Was ist los? So, der Ölfilter ist jetzt draußen. Könnte man jetzt eigentlich einfach den neuen drauf machen, Öl nachfüllen und that's it. Könnte man meinen. Ist aber nicht so. Ich bestelle natürlich Teile immer mit Schlüsselnummer, sodass sicher das Richtige ankommt. Wir haben hier auch einen wunderschönen neuen Ölfilter. Jedoch ist nicht der richtige. Ja, der passt aber nicht, ne? Der passt hier aber nicht drauf. Ich will es jetzt nicht versuchen, aber ich werde ihn wahrscheinlich eh nicht zurückschicken wegen den 3, 4 Euro, Mann. Aber, das ist ärgerlich. Ja gut, jetzt steht die Karre hier ohne Öl und ich kann sie nicht anmachen. Aber kein Problem. Wir haben schon nach einer Lösung gesucht. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt das Öl weiter ablaufen lassen. Dann mache ich unten schon mal alles dicht. Mach alles sauber, gehe dann morgen, das ist Montag, gerade hier in den Laden, kauf den richtigen, mach ihn rein und dann fahre ich ihn raus und lasse ihn ein bisschen laufen und hoffe, dass der Motor dann einfach wieder gut läuft und wir dann das wenigstens geregelt haben. Aber jetzt aktuell können wir hier nicht weitermachen. Dum, dum, dum. Ist geil, oder? Geil. So eine typische LB-Garage-Aktion so schon wieder. So muss das sein. So muss das. Das ist das langweilig. Ja, stimmt, ist Content. Man könnte ja fast meinen, wir machen das extra, Mann. So, also, ich mach mal schon alles dicht und mach vor allem unten mal alles sauber, das ist wichtig. Also, wie gesagt, habe jetzt hier schon wieder zugemacht. Außerdem da oben alles sauber jetzt, das noch ein bisschen Bremsenreiniger hier, habe ich gut gereinigt, dass da jetzt kein Öl mehr irgendwo drauf hängt. Generell untenrum sieht jetzt wieder ganz frisch aus. Werde ich jetzt beobachten, sobald das neue Öl drin ist und er mal länger lief, ob er nach wie vor trocken ist. Ich hoffe es natürlich, denn dann wäre das schon mal eine große Nummer, wenn der Motor einfach wieder gut läuft, weil der hat eigentlich nie Probleme gemacht. Der hat jetzt knapp 200.000 drauf, noch nicht ganz und ja, eigentlich sollte der noch ein bisschen weiter überleben und das finde ich dann raus, sobald ich morgen den Ölfilter habe, alles mal reinbaue und dann schaue, ob nach wie vor 100 Liter Öl in der Minute rauslaufen, weil so war es gefühlt davor. So, was ist jetzt noch geplant? Ich hatte schon angekündigt, Schleifen und Polieren steht noch auf dem Terminkalender heute. Und zwar geht es darum, wir haben bereits angefangen, diesen Wagen hier komplett nass zu schleifen und zu polieren. Chris war da schon sehr, sehr fleißig. Das meiste ist auch schon passiert. Was noch nicht geschliffen und poliert wurde, könnt ihr sogar sehen. Und viele schreiben es auch immer wieder in die Kommentare und ich antworte ganz fleißig drunter so, hey, entspannt euch, das kommt noch. Und ja, jetzt zeige ich euch mal im Video, was ich genau meine. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, auch auf der Kamera, dass diese Tür noch etwas dunkler ist, wie dieser Kotflügel, beziehungsweise wie die Haube. Hier sieht man es ganz gut. Das ist etwas dunkler, das ist etwas heller. Das liegt daran, dass diese zwei Teile hier schon ganz fein nass geschliffen wurden von 2000 bis hin zu wie viel, Chris? Bis 3000 haben wir geschliffen und dann hat Chris hier poliert. Und nach dem Polieren ist uns aufgefallen, dass die Teile, die so bearbeitet wurden, einen kleinen Ticken heller werden. Das heißt, es muss natürlich alles jetzt genau gleich behandelt werden, damit die Karre dann eine Farbe hat. Die Türen, wie gesagt, sind noch nicht geschliffen und poliert und auch das Dach nur zur Hälfte. Das heißt, wir machen jetzt die zweite Hälfte noch, sodass dann hier das Dach mal eine Farbe hat und später, wenn wir an die Türen kommen, werde ich euch den Unterschied zeigen, dass auch der Letzte glaubt, dass das tatsächlich am Schleifen und Polieren liegt, dass diese Tür danach dann den gleichen Farbton bekommt wie der Rest. Also, diese Hälfte hat Chris jetzt bereits angeschliffen, jetzt wird poliert. Und danach sehen wir gerade mal das Ergebnis. Let it radiate. Okay, ist der neue Look jetzt? Ja. Busted Cap? Ja, weil drunter. Um die zu schützen im Sommer, wenn ihr schwitzt, gibt es eine Haube. Ab jetzt im Shop. Was? Das ist die Polierhaube. Geh mal ans Auto damit. Kannst du hier direkt... Ich denk's. Was ein Scheiß, Alter. Wo hast du das her? Was ist das eigentlich? Ja, das war irgendwo dabei.
Also, wie gesagt, ab jetzt im Shop. So, es ist der nächste Tag, beziehungsweise bereits der nächste Abend. Ich komme gerade von der Arbeit und hoffe jetzt, dass der neue Ölfilter, ich habe ihn gerade schon ausgeladen, jetzt hier passt und ich endlich das Öl einfüllen kann, um den Motor mal zu starten. Gestern haben wir ja noch poliert, habt ihr gesehen. Chris hat alles gegeben. Und jetzt der direkte Vergleich. Schaut euch die Tür zum Kotflügel an. Identische Farbe. Haube, Kotflügel, Tür, jetzt alles ein Beige-Ton. Somit bestätigt sich unsere These, dass das Polieren bzw. Schleifen und Polieren hier den Lack minimal noch heller werden lässt. Andere Seite haben wir jetzt noch zwei Türen, das machen wir jetzt im Laufe der Woche. Haben wir jetzt genug gefilmt für euch, denke ich, wie wir hier geschliffen und poliert haben. Somit ist der Lack dann eigentlich jetzt zu 100% fertig, sobald die letzten Türen gemacht sind. Hier unsere Reling auch wieder schön schwarz matt. Die Spiegel montieren wir noch, da haben wir jetzt hier das Plastik auch wieder schwarz gemacht. Aber das wird dann alles beim finalen Zusammenbau eh zu sehen sein, denn der steht jetzt kurz bevor. Für den Zusammenbau muss natürlich die Karre erstmal laufen und man glaubt es kaum, ich habe den richtigen Ölfilter jetzt am Start. Der andere war wesentlich kleiner hier in der Mitte. Der passt jetzt drauf. Ich schraube den jetzt rein, kipp ein bisschen Öl rein und hoffe, dass die Karre dann einfach trocken ist, so wie es sein soll. So, Öl ist jetzt drin. Ich würde sagen, wir starten die Bude mal. Gestartet hat es hier bis jetzt immer gut. So, da ist sie wieder. Lampen gehen auch aus, bis auf Airbag und Handbremse. Die brauchen wir nicht. Also, Airbag leuchtet noch. Klar, wir haben auch alles umgebaut im Innenraum. Müssen wir natürlich noch regeln. Aber er läuft. Öl sind jetzt 6,5 Liter drin. Ich check natürlich gleich nochmal. Aber sollte genau passen. Inklusive Ölfilter ist das so die Angabe, die man online bekommt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen das Tor auf. Lass die Bude wirklich mal eine Viertelstunde laufen. Und hoffe, dass sie dann genauso ruhig weiterläuft. Weil jetzt aktuell läuft er ruhiger wieder vor. Komischerweise. Vielleicht waren es echte Zündkerzen. Wir finden es raus. Nochmal das Tor auf, dass ich nicht gleich umkippe. Also was mir jetzt gerade auffällt, man sieht es wahrscheinlich nicht auf der Kamera, aber hier qualmt er noch hoch. Genau auf der Seite, wo das Öl auch auf dem Krümmer gelaufen ist. Ich habe eigentlich alles weggemacht. Es kann sein, dass der letzte Rest jetzt noch wegbrennt, weil er gerade warm wird. Ich hoffe es einfach. Und ich hoffe auch gleich, wenn ich ihn hochnehme, dass ich nicht neues Öl irgendwo runterlaufen sehe. Dass nicht wieder die Ventildeckendichtung undicht ist, weil dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Oder dass nicht doch noch was anderes hier für unseren Ölverlust verantwortlich ist. Wer kennt diesen Moment? An dem er froh ist, dass hier dieser Feuerlöscher hängt. Ganz schön zugequalmt hier die Bude. Das Tor ist offen, ne? Und er qualmt nicht wirklich viel aus dem Auspuff. Das ist alles vom Motorraum. Ich hoffe einfach, dass es das fucking Öl ist, welches hier noch oben auf dem Krümmer hängt, wo ich nicht rangekommen bin. Aber man sieht es echt kaum auf der Kamera. Aber da hinten, da qualmt er schon noch gut raus. Aber laufen tut er erstaunlich gut. Also er klingt sehr, sehr ruhig und vor allem läuft er sehr rund wieder. Davor hat er gestottert. Das macht er nicht mehr. Also noch bin ich sehr optimistisch. Auch wenn der gerade hier mir die Bude vollqualmt. Also jetzt von unten mal schauen. Sieht er eigentlich auch noch trocken aus. Auch der Krümmer ist noch trocken. Kein neues Öl, welches runterläuft. Das Einzige, was man plätschern hört und knistern hört, ist hier das Kondenswasser aus dem Auspuff. Das tropft hier gerade noch runter, aber lass mal hier mal gucken, der ist nicht ganz dicht. Außer wir sehen noch so ein Thema. Aktuell haben wir hier so einen Novus-Endtopf drauf, der jetzt auch wieder gut am Qualm ist, merke ich gerade. Er klingt okay, aber ist nicht so wirklich sexy. Vielleicht habt ihr ja Tipps für irgendeinen geilen anderen Auspuff, den wir hier noch verbauen können. Wichtig ist, dass er halt auch gut aussieht. Novus gefällt mir auch nicht so von der Optik zu 100%, war halt günstig damals, deswegen haben wir uns den gegönnt. Ich lasse ihn jetzt noch laufen und melde mich gleich wieder. Das sieht so weird aus, wenn hier aus der Haube der Qualm rauskommt, ey. Also ich nehme jetzt gleich wieder runter von der Bühne, mache die Haube auf und behalte das ein bisschen im Auge und melde mich gleich, ob alles geklappt hat. So, geschlagene 20 Minuten später habe ich eine gute Nachricht für euch. Das Qualmen ist weg. Auspuff sowie Motor, easy, so wie es gehört. Ich bin mega happy und der Motor läuft vor allem wieder rund und ruhig, so wie es sein soll für einen reinen Sechszylinder in meinem BMW. Geil! Zum Schluss noch zwei Infos. Ihr habt es gesehen, ich habe die letzten beiden Felgen jetzt auch zerlegt und wir haben bereits neue Teile, damit meine ich natürlich Schrauben, in Aussicht. Auch die Lackierung vom Stern ist jetzt geplant. Ihr habt ja mega geile Vorschläge gebracht. Und ich bin dann auch schon sehr gespannt, was ihr zu den finalen Felgen sagt. Wir werden, ich denke, nächste oder spätestens übernächste Woche dann anfangen, die wieder zusammenzubauen. Und wenn der Wagen dann komplett zusammengebaut ist, kommen zum Finale, zum großen Finale von diesem Projekt dann endlich die neuen Felgen drauf. Wir legen ihn ab. Fahren ihn raus und ich bin so gespannt, wie der Wagen am Schluss aussieht. Ich bin richtig, richtig gehypt aktuell auf diesen BMW. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das Gewinnspiel läuft natürlich nach wie vor. Wir verlosen diesen, beziehungsweise zwei von diesen top ausgestatteten, kompletten Werkzeugwägen mit RP-Tools. Was ihr dafür machen müsst, um teilzunehmen, habe ich im letzten Video bereits gesagt. Einfach meinem Instagram-Account und dem Instagram-Account von RP-Tools folgen und schon seid ihr dabei. In, ich glaube, wenn das Video rauskommt, noch knapp über eine Woche, losen wir dann die beiden Gewinner aus, die so ein Ding hier for free
die nach Hause geliefert kriegen. Auch die Teile für den Pornobenz sind unterwegs, wurden bestellt und sollten nächstes Wochenende hier sein. Also ihr merkt, es ist einiges los, es geht einiges ab hier. Mit den neuen Tools werden wir uns dann auf jeden Fall auch an dieses Projekt stürzen. Ich bin mega gehypt. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei diesem Video wieder dabei wart. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht es gut, bis bald und ciao. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.